Bis zum Jahr 2050 wird der Großteil der Ostalpengletscher verschwunden sein. Da in diesem Bereich sollen zwei Gletscherskigebiete zusammengeschlossen werden, mit dem Ziel, das größte Gletscherskigebiet Europas zu schaffen. Wenn man sich das Projekt genau anschaut, dann merkt man, dass es in Wahrheit die größte Gletscherzerstörung seit langem wäre. Wir hätten einen Gesamtflächenverbrauch von 116 Fußballfeldern. Der Großteil davon wäre auf Gletscherfläche. In Tirol gibt es ein Verbot von Neuerschließungen. Allerdings wurde dieser Begriff der Neuerschließung im Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm über die Jahre so stark abgeändert, dass es auch unter bestimmten Voraussetzungen möglich gemacht wird, über die Skigebietsgrenze hinaus das Skigebiet baulich zu erweitern. Es gibt keine klaren gesetzlichen Regelungen, weil die Seilbahnlobby sehr mächtig ist und einen großen Einfluss auf die Politik hat. Wenn hochalpine Zonen verschwinden würden, dann würden extrem viele Arten verschwinden. Das ist eigentlich ein Horrorszenario. Wenn man sich einen Gletscher im Sommer anschaut mit Baustellen, das tut weh. Also nicht nur mir, die am Gletscher arbeiten, sondern ich glaube, das tut jedem in der Seele weh, sowas zu sehen. Es sind wirklich Narben in der Landschaft, die sich so schnell nicht regenerieren. Ich glaube, es bringt alles irgendwas. Jegliche Aktivität hat irgendwie wieder eine gewisse Reaktion. Unser Ziel ist es, dass nicht noch mehr unberührte Natur zerstört wird. Jede neue Erschließung in unserem Berg bedeutet einen unwiederbringlichen Verlust an Natur für uns alle. Was auch immer die Betreiber gewinnen, wir in Tirol, in Europa oder wo auch immer verlieren viel mehr. Eine weitere metastasierende Ausbreitung von Infrastruktur in unseren Bergen muss unbedingt gestoppt werden, wenn wir wollen, dass unsere Kinder und Enkelkinder auch noch diese Bergwildnis genießen dürfen.